Was ein Scheiß. Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Mühle. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, beziehungsweise es rumpelt die Mühle am rauschenden Bach. Wir haben jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, fast 2 Wochen Volllast hier bei uns an der Mühle. Am Wasserrad läuft das Ding mit fast 10 kW, 9 bis 10 kW und irgendwas rumpelt. Da wollen wir heute mal gucken, an was das wohl liegen kann. Ich habe schon mal so ein bisschen Mäuschen gespielt, habe noch nichts gesehen. Ich hoffe, dass wir das Problem lösen können. Zudem ist noch jede Menge Material für die Wandheizung, für die Elektrik gekommen, wo es jetzt bei uns im Haus weitergeht. Das möchte ich euch auch kurz vorstellen. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier jede Menge Material gekommen. Zum einen hier neues Heizungsrohr für die Wandheizung. Dann haben wir hier in den großen Karton einen Abroller für das Heizungsrohr. Hatte ich ja auch angekündigt, dass sowas kommt. Dann habe ich hier ganz speziell nochmal Schalterdosen für die Elektrik. Wir haben ja eine Holzweichfaserdämmung und vielleicht weiß es der eine oder andere, die Installation, die Elektroinstallation in Holzweichfaser ist ja ein bisschen tricky. Das habe ich versucht für euch einigermaßen aufzubereiten. Ich stelle euch heute mal ganz kurz vor, was ich gekauft habe. Aber das eigentliche Video dazu kommt dann später und dann habe ich hier noch jede Menge Kartons. Ach, wisst ihr was, wenn ich dann so am Shoppen bin, oh, hier sind Nagelschellen drin und so weiter und so fort. Da müssen wir uns dann im Einzelnen nochmal angucken, was das alles ist. Ich mache ja kaum Baustoffhändlerfahrten, sondern lasse mir das meistens hierher kommen, bedingt durch meine Arbeit. Also ich habe ja einen Fulltime-Job, wie ihr vielleicht wisst, mache ich ja YouTube nicht hauptberuflich, sondern eher so ein ganz klein bisschen nebenberuflich und so ein ganz klein bisschen Mühle mache ich auch nebenberuflich nebenbei. Deswegen ist mein Terminplan immer so voll. Bevor wir jetzt anfangen, an der Wandheizung weiterzumachen, beziehungsweise uns hier um das neu angekommene Material zu kümmern, schalten wir mal kurz das Wasserrad ab und ich hoffe, dass wir da die Ursache für das Rumpeln finden. Was ja naheliegend sein könnte, das ist, dass hier unten das Lager vom Mührad irgendwie eine Macke hätte. Das habe ich aber geprüft. Die Welle, die läuft super sanft und ruhig. Also hier gibt es gar nichts zu monieren, wenn man die Hand hier drauf hält. Wirklich ganz, ganz sauber, wie das läuft. Und für diejenigen, die alt genug sind, um noch das Film, den Film Das Boot gesehen zu haben, gibt es einen guten Trick, wenn ihr euch den Schraubenschlüssel hier unten vors Ohr haltet und damit dann hier an die Maschinerie geht, das andere Ohr zuhaltet. Ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob das Mikro das auch wieder gibt. Ich kann es ja mal probieren. So wäre es ja wert, ne? Wenn man natürlich auch mit dem Getriebe macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das gehört hat, aber ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass das zum Glück keine Lagerursache hat. Da habt ihr mir ja zu einem speziellen Fett geraten, was ich in die Lager reinmachen sollte. Und da war auch einer von euch hier, ein Abonnent von uns, der hat mir Spezialfett vorbeigebracht von der Firma Liquid Molly. So ein blaues Fett, das habe ich in die Lager reingemacht und ja, ich mache die immer mal auf. Ihr sagt ja, macht Schmiernippel dran. Ich bin so, ich habe mit ein paar Freunden gesprochen und die haben zu mir gesagt, Hubi, Schmiernippel ist eine Sache, aber wenn du reinguckst und guckst, ob das Lager gefettet ist, ist das eigentlich die bessere Variante. Und so mache ich das eigentlich jetzt immer. Ich mache das Lager auf, guck mir an, wie es da drin aussieht.
nehme eventuell das alte Fett raus, mache neues Fett rein und mache den Deckel wieder drauf. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, aber bis jetzt sieht es gut aus. Und das Schlagen, was man jetzt gerade am Rad hört, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber hier macht es immer Rums bei jeder Umdrehung einmal, kommt definitiv nicht von den Lagern. Woher es kommt, schauen wir weiter. Gestern schon mal am Rad rumgeklettert, auch oben auf dem Gerinne, da habe ich mir einen kleinen Weg gebaut, habe dahinter geguckt, ob das Gerinne vielleicht irgendwo am Rad schleift oder das Rad irgendwo rechts oder links irgendwo am Gerinne anschlägt. Ich sehe nichts, also ist überall Platz und eigentlich dürfte es die Geräusche gar nicht machen. Die Lager sind in Ordnung. Ich schalte das Rad jetzt mal ab. Was ich mir auch schon überlegt habe, vielleicht ist ja irgendwie ein dicker Holzstock, so war ja Hochwasser, vielleicht irgendwie so ein Holzstück in die Schaufeln reingefallen und ist jetzt immer, wenn die Kammer gefüllt wird, blub, haut das irgendwie an die Struktur an. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, das Rad werde ich dafür jetzt ausschalten müssen, sonst kommt man nicht weiter.
Was ein Scheiß. Ich hatte gedacht, wir könnten uns heute noch mal ein bisschen um die Wandheizung kümmern, aber naja, also da waren Schrauben locker, obwohl da selbstsichernde Muttern dran waren. Hat sie trotzdem irgendwie rausgedreht, frage mich nicht warum. Die habe ich nachgezogen. Dann waren mindestens zwei Schaufeln gebrochen, rechts und links. Die haben wahrscheinlich auf der einen Seite durch das Anschlagen ans Gerinne oben einen kleinen Riss bekommen. Das hat sich schön weiter durchgearbeitet. Eine Schaufel war schon auf beiden Seiten gerissen, die hat richtig geklappert. Ich denke mal, das war der Grund dafür, dass das Mühlrad geklappert hat, weil es ist nirgendwo mehr angeschlagen. Das scheint ein alter Schaden gewesen zu sein, der sich da irgendwie weiter ausgebreitet hat. Ich bin jetzt da oben drauf rumgeklettert, habt ihr vielleicht gesehen, und habe das alles geschweißt. Jetzt habe ich ja oben den Rahmen noch weggemacht, habe das Brett alternativ ein bisschen befestigt. Das Gerinne werde ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich irgendwann mal dazu komme, werde ich mir Eichenbrettersägen das Gerinne noch mal ein bisschen neu konstruieren. Soweit ist es ja stabil und hält, aber schön aus Eichenholz wird es mir besser gefallen. Wir schalten es jetzt ein. Ich habe da oben jetzt auch noch mal zugedreht am oberen Einlaufschieber, weil das habt ihr ja gesehen, am Anfang hat sich das Rad immer gedreht. Ich habe hier schon mal eine Bändel reingesteckt. Ich mir gedacht habe, wenn die sich irgendwo festhängen, dann macht der Hubi eine Roulade. Jetzt stellen wir es an und dann mal Daumen drücken, dass das Baby auch vernünftig anläuft und kein, aber ich denke, das ist jetzt weg. Also die Schaufeln jetzt geschweißt, dafür ist so ein Fülldrahtschweißgerät echt gut. Da habe ich mir damals so ein billiges gekauft, aber ich glaube, da werde ich nochmal in die Tasche greifen, wenn wir ein richtig gutes kaufen. Ist halt der Vorteil, du kannst schweißen und hast nicht immer eine Flasche dabei. Ne? Ich weiß, so Schutzgas schweißen oder auch Elektroden schweißen und sich Elektrode bei so einem dünnen Material, Fülldraht, damit kannst du halt richtig schön Auftragsschweißen machen, ähnlich wie beim Schutzgas schweißen auch. Aber das ist nur ein Trafo-Gerät, das taugt eigentlich nichts. Ich wollte damals noch mal gucken, ob das irgendwie in Frage kommt für mich, sowas, oder ob das Kernschrott ist. Ja, es ist jetzt nichts, um weiß ich, einen Holzspalter damit zu konstruieren. Aber hier für solche Reparaturarbeiten, bei dünnerem Material, was also nicht so, also unter 5 mm sitzt, von der Stärke her, ist so ein Fülldrahtschweißgerät echt klasse, weil damit kannst du auftragen. Aber wenn das sich schon ein bisschen dünn gescheuert hat, damit kriegst du schön wieder ein bisschen was hingebrutzelt. Wobei bei der Elektrode geht's auch, aber ist halt nicht so schön. Da hast du auch mal schnell ein Loch eingebrannt und dann fehlt dir so ein Zacken. Statt dass dann wieder Material da ist, hast du weniger am Ende. Aber egal, wir drehen es jetzt mal wieder auf. Daumen drücken, dass wir hier wieder Strom produzieren können.
Leute, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Nach dem Job ist vor dem Job. Wasserrad läuft jetzt wieder gut. Das war mir ein Anliegen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ich weiß nicht, wie gut man das sehen konnte, aber da waren ja einige Schaufeln ziemlich kaputt. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen Bestand hat, was ich mache. Hat mir natürlich meinen Zeitplan jetzt alles ein bisschen kaputt geschossen. Eigentlich wollte ich ja jetzt mit der Wandheizung anfangen, aber uneigentlich habe ich bis jetzt gerade am Wasserrad rumgebaut. Jetzt geht es ans Misten. Heute müssen die Ziegen gemistet werden, der Ziegenstall gemistet werden. Und dann ist der Tag auch schon bald rum. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da gibt es noch eine Menge Pappkartons auszupacken. Ich würde euch gerne meine Haspel zeigen, mit der ich die Wandheizungsrohre abrollen kann. Wie gesagt, habe auch noch eine Menge in Sachen Elektrik jetzt schon besorgt und vorbereitet. Da geht es jetzt auch bald dran. Kommt wieder vorbei. Schaut aber bei all meinen Freunden in der Videobeschreibung vorbei. Ich hoffe, unser kleines Schrauberabenteuer, unerwarteterweise, aufwendigerweise, hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.